einzigartige Pflanzensammlung beherbergt vom Aussterben bedrohte Arten, Exoten und Vertreter der heimischen Flora. Viele davon werden von Wissenschaftlerinnen erforscht und für die Ausbildung von Studierenden verwendet. Die Baumgruppen und Wiesen des Gartens sind ein wertvoller Lebensraum für Wildtiere. Für die Besucher ist der Garten ein Ort der Erholung und des Staunens. Die Sammlung wasserspeichernder Pflanzen, sogenannter Sukkulenten, des Botanischen Gartens umfasst ca. 800 Arten und 3700 Pflanzen. Sie ist eine klassische Lehr- und Schausammlung. Als Sukkulente werden alle Pflanzen bezeichnet, die mit Hilfe von Speicherorganen in der Lage sind, Wasser zu speichern. Durch diese Eigenschaft können sie längere trockene, heiße Perioden und den daraus resultierenden Wassermangel überstehen. Die bekanntesten Sukkulenten sind wohl die Kakteen, die fast ausschließlich in der Neuen Welt, Amerika, beheimatet sind. Aber auch Pflanzen anderer Verwandtschaftskreise, zum Beispiel Wolfsmilchgewächse, Dickblattgewächse und Weingewächse von anderen Kontinenten, zum Beispiel aus Afrika, Asien oder Europa, besitzen hohe Wasserspeicherkapazität. Das Alpinum besteht an seinem heutigen Platz seit ca. 1930. Auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratmetern werden hier rund 800 Pflanzenarten kultiviert. Übergeordnete Themen des Alpinums sind die Bodenansprüche und die geografische Verbreitung der Arten. Schwerpunkte der Sammlung sind die montan, subalpin und alpin verbreiteten Arten der Alpen sowie anderer Gebirge Europas und Asiens. Bei Neupflanzungen wird auf Standortherkünfte und gute Dokumentation großer Wert gelegt. So tightly, only a memory remains. Daylight is fading. Fallen, feeling so cold now inside my mind. Moves with my heartbeat so slowly, retracting to only a memory. Die blütenbiologische Gruppe zeigt Beispiele für die Vielfalt der Blütenformen und stellt diese in Bezug zur Anpassung an verschiedene Bestäuber wie Vögel, Bienen, Käfer oder auch den Wind. In der fruchtbiologischen Gruppe werden verschiedene Mechanismen der Ausbreitung von Samen und Früchten, wie zum Beispiel Explosions-, Klett-, Schleuder- oder Flugfrüchte, vorgestellt. Shadows are moving.
Die drei Grundorgane der Pflanze, Wurzel, Achse und Blatt, stehen im Mittelpunkt der morphologischen Gruppe. So soll ein Verständnis für die Plastizität der pflanzlichen Baupläne in Anpassung an verschiedene Umweltbedingungen erreicht werden. Der Begriff Bambus umfasst eine ganze Unterfamilie der echten Gräser, die sich unter anderem durch ihre holzigen Halme auszeichnen. Phyllostachys ist eine der zahlenmäßig größten Bambusgattungen, deren Arten von allen winterharten Bambussen die größten Höhen erreichen. Brachflächen mögen für manche Menschen ungepflegt aussehen, aber sie sind wertvolle Lebensräume für Pflanzen und Tiere. Früher waren ungenutzte Randflächen ein fester Bestandteil von Siedlungen und Ackerflächen. Mittlerweile sind viele dieser grünen Mini-Oasen verschwunden. In einem naturnahen Garten sollte immer auch Platz für Wildwuchs sein. Als botanischer Garten sieht man es als Aufgabe, Platz für ungeliebte Unkräuter zu schaffen. Aus diesem Grund findet man im Garten immer wieder Unkrautecken und Brachflächen, an denen sich die Vegetation spontan entwickeln darf. Die Gärtner greifen hier nur sehr sparsam ein. Hier werden Nacktsamer, also Nadelbäume und ihre Verwandten, gezeigt. Ihre Samenanlagen sind nicht von einem Fruchtknoten bekleidet. Neben Vertretern bekannter Gattungen wie Föhren, Fichten oder Tannen aus aller Welt wachsen hier auch botanische Besonderheiten wie der Urwelt-Mammutbaum oder, während der Sommermonate, die frostempfindlichen Palmfarne. Mit großen Wasserflächen ist der botanische Garten nicht gesegnet, aber es befinden sich immerhin 8 Wasserbecken und kleinere künstliche Teiche auf dem öffentlichen Gelände, die allesamt interessante Pflanzen beherbergen und interessante Aspekte vermitteln und jedenfalls einen Besuch wert sind. Thank you.
Im nordöstlichen Österreich wachsen auffällig viele Pflanzenarten, die es weiter westlich in Europa gar nicht gibt. Hier im Osten ist nämlich das Klima sommerwärmer und trockener. Trotz dieses trockenwarmen Klimas gibt es im gesamten pannonischen Gebiet große ungarische Tiefebene und umgebende Hügelländer, vom Alpenostrand in Niederösterreich bis Siebenbürgen und von der Südslowakei bis zur Vojvodina keine klimatisch bedingte waldfreie Vegetation, keine eigentlichen Steppen. Trockenrasen in diesem Raum sind vielmehr entweder durch den Boden bedingt oder durch die Tätigkeit des Menschen geschaffen worden, aus den ursprünglich herrschenden trockenwarmen Eichenmischwäldern. Der Mensch ist ja im pannonischen Raum schon früh sesshaft geworden, er hat diese Wälder gerodet und sie in extensiv Weideland und Äcker umgewandelt. Viele Pflanzen aus den noch weiter im Osten liegenden echten, klimatisch bedingten Steppen sind in der Folge in diese Trockenlandschaft eingewandert. Heil-, Nutz- und Giftpflanzengruppe ist die älteste thematische Gruppe im Botanischen Garten. Eine Pflanzensammlung mit dieser thematischen Ausrichtung gab es schon zur Zeit der Gartengründung. Entlang der Jacquin-Gasse finden sich Heil-, Nutz- und Giftpflanzen seit 1883. Aus dieser Zeit stammt auch die hohe Stützmauer zur Jacquin-Gasse. Im Zuge ihrer Generalsanierung wurde die Bepflanzung der Gruppe vorübergehend vollständig entfernt. Ab 2019 konnte neu gepflanzt werden. In Äckern und Siedlungen gibt es oft keinen Platz mehr für Unkräuter, die früher häufig waren. Durch den Einsatz effizienter Maschinen, das Ausbringen von Pestiziden und durch übertriebene Maßnahmen zur Ortsverschönerung haben in den letzten Jahrzehnten viele Pflanzenarten ihren Lebensraum verloren. Mit ihren Wurzeln erschließen Pionierpflanzen auf Brachflächen Nährstoffe und Wasser und mit ihren Blättern spenden sie Schatten. So bereiten sie den Boden für Bäume und Sträucher und sorgen dafür, dass die Brache eine lebendige, sich ständig verändernde Fläche bleibt, wenn man die Pflanzen wachsen lässt. Durch die Pflanzen werden auch zahlreiche Tiere angelockt. Im Botanischen Garten findet man auf den Brachflächen Insekten, Spinnen, Vögel und auch die ungiftige Äskulapnatter. Diese Tiere ernähren sich von Blättern und Samen, saugen Nektar aus den Blüten oder gehen im Dickicht auf Jagd nach Beute.
Nikolaus Thomas Horst ließ im heute südlichsten Teil des Botanischen Gartens in den Jahren 1793 bis 1834 eine umfangreiche Flora Austriaca anlegen, also eine Sammlung der in den damaligen Kronländern vorkommenden Pflanzenarten. Dieser Tradition folgend werden in diesem Gartenteil seit den 1990er Jahren Elemente einer Flora von Österreich entwickelt, die typische Lebensräume vor allem Ostösterreichs und deren Pflanzenwelt repräsentieren. Die Serpentin-Schaugruppe zeigt einen sehr speziellen Ausschnitt der Flora Österreichs. Eine systematische Gruppe ist fixer Bestandteil der meisten botanischen Gärten. In solch einer Schaugruppe werden die verwandtschaftlichen Beziehungen der einzelnen Pflanzenarten untereinander anschaulich gemacht. Das bedeutet, dass die Arten im Gartengelände nach ihrer Verwandtschaft angeordnet sind. So high I got out of sight. Diese botanischen Systeme haben oft den Beigeschmack von Kompliziertheit, sie gelten als Domäne der Wissenschaft und damit für das allgemein interessierte Publikum als wenig relevant. Zudem werden sie vielfach als ästhetisch nicht so ansprechend wahrgenommen wie zum Beispiel ein Alpinum. Entsprechend klein fallen Systeme heute oft aus. Zudem liegen sie in vielen Gärten eher dezentral in den Randbereichen. Im Jahr 1754 ließ Kaiserin Maria Theresia am Rennweg ein ca. 2 Hektar großes Grundstück ankaufen. Auf diesem Grundstück, welches sich vom Rennweg bis zur derzeitigen Gruppe für Genetik und Evolution erstreckte, wurde ein Medizinalpflanzengarten angelegt. Mit der Planung und Gestaltung wurde Robert Laugier beauftragt, der seit 1749 in Wien weilte. Er wurde nach dem Erwerb des Grundstückes erster Gartendirektor und erster Inhaber der neu geschaffenen Lehrstühle für Botanik und Chemie. Die ersten Pflanzen des neuen botanischen Gartens stammten aus den Gärten Schönbrunns und des Belvederes. Im Freiland wurden sie nach dem Lynaeschen System angeordnet. Es entstanden weiters die ersten 2 Gewächshäuser.